Schönes Eisenfeld, noch ein schönes Eisenfeld, noch ein Eisenfeld. Jo, hier können wir eine kleine Bahnstation später bauen. Noch ein Eisenfeld. Au. Feld. Okay, aussteigen. So, gib mir Schrotflinte. Mit toller, teurer Munition. Und damit hauen wir den Wald weg. Das ist echt. Aber sie hält ja eine Weile. Oh. Man kann definitiv sein eigenes Fahrzeug zerstören. Also nicht durch Bäume gegenfahren, sondern... Wow. Okay. Was? Okay, Flucht. Das war mein Auto. Wow. Okay. Das war groß und blau und garstig. Taktischer Rückzug. Ich glaube, ich hätte gerne erst die Bauerrüstung mit Schilden und was weiß ich drin, bevor ich da nochmal runtergehe. Aber das ist komisch. Ich glaube, das war schon ein großer Beißer. Das war auf jeden Fall ein Medium. Ich dachte, die müssten den Smog selber abbekommen. Oder zählt das global? Also wenn hier jemand Smog inhaliert, mutieren die da hinten auch? Das wäre übel. Ja gut, also ich hätte gern ein Auto. Wo ist das Auto? Da haben wir keine Engines für. Okay, erstmal gehen wir in Einflussgebiete Roboter, damit ich vollgestopft werde mit roten Engines und Chips. Vielleicht kann ich denn ja schon die Powerrüstung im K2 bauen. Kohle sieht soweit okay aus. Was ist hier los? Achso, hier staut sich das. Hier staut sich das auch. Du hast volle Energie, alles ist gut. Sehr gut. Lila Tränke sind noch im Umlauf. Und ich kann auch ein paar extra herstellen. So. Genau, da kommen die Chips angeflogen. Sehr gut. 16 Stück haben wir schon. Wir brauchen allerdings 100. Oh, und 10 Alien-Artefakte. Das ist jetzt unpraktisch. Wie schaut es mit dem Basic-Modular aus? Das braucht nur 30 rote Chips. Okay, das müsste machbar sein. Das heißt, wir stellen erstmal diese Basic-Modular-Dingens her. Und da stopfen wir dann schon mal das Schutzschild rein und die Batterien und die Solarzellen. Das heißt, wir haben dann schon mal rudimentären Schutz. Und wenn wir später genug Ressourcen haben für die Power-Rüstung oder die Power-Rüstung MK2 später, dann können wir die Module immer noch rausnehmen und in die neue Rüstung reintun. Die gehen dabei nicht kaputt oder so. Das sind keine Sockel. ja, aber erstmal 30 rote Chips. Die da rein. Die roten Chips werden ja gerade alle zu blauen gemacht. Das finde ich jetzt nicht so schön. Brauchen mehr grüne Chips, dafür bräuchten wir mehr Eisen. Ich versuche mal händisch das Eisen ein wenig zu lenken, dass es da ankommt, wo ich es gerne hätte. Fließbänder brauchen wir noch für blaue Tränke. Die werden leer sein. Ja. Mist. Ich könnte mich jetzt hier hinstellen und alles Eisen aufsaugen, was ankommt. Aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so toll. Da unser Stromnetz ja doch ziemlich gut läuft gerade, baue ich jetzt doch wieder die Dinger hier ein. Weil wir einfach viel mehr Eisen brauchen. So. Wie schaust du jetzt aus? Immer noch vollkommen okay. Gut. Ich hoffe mal, das hilft ein wenig bei der Eisenverteilung. Aber wir werden einfach mehr Schmelzöfen brauchen. Ich könnte einfach noch zwei hier hinhauen. Was spricht dagegen? Nix, ne? Stone Bricks. Nein! Ich weiß, ich hatte eine Anlage gebaut, aber ich vergesse erstens immer wieder, wo die ist und zweitens, ja. Oh, hier sind Steine, sehr gut. Ich hätte, was fehlt jetzt? Rote Chips. Nein! Ein Teufelskreis. Aber wenigstens kriege ich schon mal rote Engines, das ist gut. Also, ein Schmelzofen. Dahin. Du bekommst einen blauen Chip. Und eigentlich ein grüner. Wir haben gerade kein Grün. Können wir schnell ein Grün herstellen? Nein, da brauchen wir auch rote Chips für. gut. Du nimmst bitte Eisen.
Du tust das Eisen bitte darauf. Ja, okay. Ich guck gerade, woran es hapern könnte. Es hapert nicht am roten Ärmchen, das es rausbringt, weil das rote Ärmchen ist halt bei weitem nicht so schnell wie die blauen Ärmchen. Das kommt auch genug rein, also es liegt einfach nur an dem Ding. Das kann einfach nicht schneller. Ah, gut. Na gut. Ich stelle mal ganz kurz die blauen Chips aus. Ich weiß, ich habe lange darum gekämpft, sie zu bekommen. Aber das dauert noch eine Weile, bis wir zur Power Armor können. Und ich hätte gerne wirklich den Zwischenschritt, damit ich in der Zwischenzeit Alien totschießen kann, weil ich die Science Packs brauche. Sei's du. Nimmst die Sachen raus und produzierst bitte eine Zeit lang keine. Aufsammeln. Eine Zeit lang keine blauen Chips. Da waren gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da waren im System. Also, wenn man jetzt das auswählt, ist ja oben dieses Ding, was gerade im System drin ist. Da waren 6 rote Chips. Wo sind die jetzt hingekommen? Wurden die rausgespuckt? Oder auf dem Boden gelandet? Oder? Komisch. Aber na gut, wir haben 28 rote Chips, okay. Davon hätte ich gerne ein Electric Furnace. Ärmchen haben wir noch. Ja, müssen wir gucken. Haben wir irgendwo Eisenplatten über? Nee. Aber die werden wenigstens nicht beliefert, das ist gut. Kupferkabel sieht okay aus. Nicht perfekt, aber okay. Du bist ausgereizt. Du, ja, wirst auch nicht mehr beliefert. Das Ding wird durchgehend beliefert. Haben wir irgendwie Voraussicht, dass es Schluss ist? Ja. Woran hapert es bei dir jetzt? Nirgendwo dran. Die Dinger werden nur langsam hergestellt. Okay, also hier wird auch nicht mehr wirklich effektiv Eisen verbraucht. Da ist alles vorhanden. Und die werden sehr langsam hergestellt, die Engines. Das geht also auch. Zahnräder. Zahnräder werden immer verbraucht, ja. Ja, gib mal die Kabel. Dafür gebe ich dir Holz und Eisenerz und Plastik. Obwohl, die Plastik will ich haben. Ärmchen gebe ich dir. Und ich brauche viel mehr Storage Chests. Da kriegst du mir ganz viele. So, da und da und da. Einfach alles rein damit. Genau, die Fließbänder brauche ich nicht mehr. Die Logistikroboter können rein. Chemical Plant und Oil Refinery brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Ich glaube, wir sind fertig mit dem Öl. Oder kann das da auch rein? Offshore Pump, Boiler, Mauern. Stimmt, die Roboter sollten mich indirekt zwingen, Mauern zu bauen. Ich weiß, da war mal was. Aber erstmal würde ich gerne die Kupferkabel. Wow. Ich kann sie nicht da rein. Ah, doch, von Hand kann ich sie reinlegen. Okay. Ich hoffe mal, die Roboter entleeren die Kisten jetzt nicht so lange, bis das darunter geht. Also entleeren in das System. Aber das dürfen sie eigentlich nicht, weil es eine passive Kiste ist. Okay. Also Kupferdraht, kein Problem. Eisen ist das Einzige, was Mucken macht gerade. Deswegen könnten wir theoretisch drüber nachdenken, unten die Anlage so umzubauen, dass die oberen Schmelzen auch mit Eisen machen. Weil der Draht wird richtig lange halten hier. Ah, es staut sich nichts. Es wird alles hier hingebracht. Es wird alles zu Draht verarbeitet. Was ist hier? Ja, nee, also es muss weiter fließen. Sonst haben wir in 3 Folgen wieder das Problem, dass ich merke, oh, wir haben gar kein Kupfer. Aber trotzdem könnten, zum Beispiel der da macht gar nichts. Warum machst du nichts? Weil du kein Ärmchen hast. Hier. Danke.
Du machst nichts, weil kein Erz ankommt. Ja, gut. Dass ich die beiden aber nach unten setzen können. Du. Dahin. Ärmchen runter, Ärmchen hoch. Und einen blauen davon. So, habe ich inzwischen genug rote Chips? Nö. Warum nicht? Es werden keine mehr verbraucht. Oder hat irgendjemand noch rote Chips, die er braucht? Die roten Engines vielleicht? Oh ja, ich glaube, die könnten das sogar gewesen sein. Da ist schon mal eine Vorderchest. Ach, die Vorderchest will 100 Chips haben. Die müssen erstmal voll gemacht werden. Okay, das heißt, ich klaue sie einfach hier raus. 34. Und nee, der braucht nur grüne Chips und Engines. Das ist soweit in Ordnung. Oh, wir brauchen nur 30. Sehr schön. Basic Modular Armor hätte ich gerne. Ich hätte gerne Solarzellen, ich hätte gerne Energy Shield, ich hätte gerne Batterien. Zweimal. Und mehr Solarzellen. Müsste hinhauen. So, Rüstung ist fertig. Kommt hier unten hin. Und wenn ich die jetzt rechts klicke, habe ich hier so ein kleines Grid. Von 5x5 Feldern. Und da kann ich die Upgrades reinpacken. Wie zum Beispiel, zack, Solarpanel. Hat aber momentan keine Möglichkeit, die Energie zu speichern. Also bringt sie nichts. Deswegen stellen wir jetzt das Force Field her und danach die Batterien. Eigentlich andersrum, aber soll's. So. Das braucht auch ein wenig mehr Platz. Unser Schild hier unten füllt sich jetzt auf. Also wir haben jetzt eine Hitpoint-Leiste, die unter dem Schild verborgen ist. Das heißt, erst wenn der Schild ganz weg ist, dann kommt unsere Lebenspunkte. Und dann wird die angeknackst. Das heißt, wir haben eine wesentlich höhere Überlebenschance. So, Batterie. Da unten füllt sich die Batterie. Hat jetzt einen Speicher von 2 Kilojoule. Ich kenne leider noch keine Möglichkeit, wie wir uns ans Stromnetz anschließen können, um aufzufüllen. Das wird dezent schneller. Aber na gut. So, Solarpanel funktioniert auch schneller. Ich hätte gerne noch ein Solarpanel und noch eine Batterie. Wir haben hier noch eine Gehhilfe zum schneller Laufen, was echt praktisch ist, um von den größeren Viechern wegzukommen. Weil die sind schneller als normale Renngeschwindigkeit. Das heißt, man braucht normalerweise einen Buggy. Aber unser Buggy ist irgendwie flöten gegangen. Apropos flöten gegangen, können wir inzwischen 9? Ne, wir brauchen normale Engines. Komm mal hierher. Normale Engines. Ein Stack hätte ich gerne. Und ich hätte gerne ein Buggy. Gut. Rüstung, Solarzelle rein. Warum füllst du dich nicht? Wir haben es doch hell. Wir haben es dunkel. Yeah. Batterie dahin. Schildkapazität. Ja, wir könnten noch mehr Schilde bauen. Wir brauchen allerdings wieder rote Chips. Ich guck mal, ob da welche neue angekommen sind. Was wäre ja doch schon recht praktisch. 9. Komm, gib noch einen Chip. Danke. 2 Energy Shields. Und damit müssten wir echt ein Tank sein. Jedenfalls so lange, bis die ganz großen Viecher kommen oder die großen Würmer. Und die Batterie füllt sich ganz langsam. Solarzellen bringen weniger, also wird es jetzt gerade erst Nacht. Ja. Also wir haben es jetzt Nacht, wir müssen die Nacht durchstehen und dann können wir losziehen, Aliens töten. Was machen wir bis dahin? Mehr Akkus bauen? Na gut, die Steam Engines stänkern noch mit. Wenn die nicht da wären, würden die hier 5-mal so schnell verbraucht werden. Und dann würden sie die Nacht nicht durchhalten. Das heißt, wir werden hier oben das erstmal weitermachen. Also zum einen hätten wir gerne Licht. So. Dann hätten wir gerne noch mehr Licht. So. Und dann die ganzen Akkus hier. Zip, zip. Brutzel, brutzel. Genau. Mehr Licht. Überall Licht. So, Muster weitermachen. Wir brauchen bald neue Strommasten. Ups.
So. 12 Stück. Das geht doch gut auf. So. Nein. Hier fehlt jetzt einer. Ah gut, wir haben genug dafür. Da. So.